Die Rolling Stones gehen auf Touretour. Die erfolgreichste Rockband aller Zeiten war gerade auf großer Europatournee. Auf ihrem Weg über den Kontinent hatten sie schon die ein oder andere witzige Begegnung, so feierte Frontmann Mick Jagger in Düsseldorf seinen 79. Geburtstag mit einer traditionellen Blaskapelle. Klar, dass im Rahmen des Abschlusskonzerts in der Waldbühne auch die Highlights der deutschen Hauptstadt ausgecheckt wurden, Mick fuhr vor dem Konzert mit der Bahn durch Berlin. Auf Instagram teilte die Rocklegende ein lässiges Foto von sich vor dem beleuchteten Brandenburger Tor. Ich habe es genossen, mich gestern Abend in Berlin umzusehen, untertitelte er den Schnappschuss. Weit hatte der Sänger es bis zu dem Wahrzeichen allerdings nicht, das Luxushotel Adlon, in dem die Band residierte, ist nur wenige Meter entfernt. Hey guys, this is Ghanshyam, welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.